einer wundervollen Aussicht auf diesen schönen See vor uns begrüße ich euch herzlich zur fünften Episode Call of the Wild, der Hunter. Und zwar mit Raul. Hallöle. Hallo miteinander. Und ja, wir haben uns heute vorgenommen, ein paar Bisons zu schießen, beziehungsweise Wiesens zu schießen. Sind dafür hier Richtung Tichenau gegangen. Und ja, wir haben vorhin schon den ersten Call reingekriegt. Das war ein Bulle. Und ja, wir werden hier versuchen zu jagen. Wir haben beide als Ausrüstung die 7mm dabei dafür, weil halt Waffenklasse 4 steht, Waffenklasse 3 ist aber wegen Ethikbonus und den ganzen Schwachsinn, denke ich. Also ich denke, mit der 7mm sollte man keine Probleme haben, die Viecher eigentlich zu jagen. Ich hoffe es auch. Ja, das werden wir dann eh sehen. Ich und Raul, wir tragen auch gerade Daten zusammen für eine Statistik. Welche Waffen für welche Tiere? Halt momentan, ich weiß nicht, ob das Update dann verändern wird, die kommenden Updates. Aber die werden auf jeden Fall als Guide auf Steam veröffentlicht werden, kann sich dann jeder mal reinziehen, der Bock hat, da sich ein bisschen Wissen anzueignen. Das hat sich ja viel getan. Ich habe jetzt auch die 3030er Lab Action, das ist den Unterhebel-Repetierer, geholt. Und spare jetzt gerade, also das heißt spare, ich habe nur 400, weil ich vorhin wieder Muni gekauft habe ohne Ende. Und ja, die 223er Dosen ist jetzt auch in meinem Gepäck. Für Füchse und sowas, ich halt Bullshit finde mit dem Ethikbonus, aber das ist ja egal. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind auf jeden Fall Wiesens Spuren. Ja, komm, wir gehen mal. Die Losung war auch sehr alt, also. Sind sie noch ein bisschen weit entfernt. Aktiv in der Abenddämmerung und bei Nacht. Wir könnten zuerst hochrennen zum Haus. Dann auf 7 Uhr am Abend pennen. Und dann runter Richtung Rinderschlucht gehen. Wie sind... Da oben. Und die kommen. Du kannst schießen, ne? Achtung, er kommt. Es gefällt mir nicht, wie nah der herankommt. Verschieß mit der 7mm, nein, nicht vergessen. Hab ihn. Hab ich. Cool. Sehr cool, unser erster Wiesent. Was ist das, ein Bulle? Jo, 737 Kilo. 100% Ethikbonus. Heißt, Wiesent 7mm funktioniert. Schön, cool. Ja, da hätten wir schon mal ein Ziel erreicht, ne? Möchte man doch meinen. Jetzt kurz vor dir zusammengebrochen. Ich hab schon gemeint, der rennt dich über den Haufen. Ja, ich schieß ihn noch ab und dann überwälzt er mich noch so halbtot. Warum, die sind noch recht angriffslustig, hä? Ja, normalerweise würden die dich auch direkt angreifen. Ich weiß halt nicht, wieso der. Der war eigentlich eh eher auf Abstand. Sonst bin ich eigentlich immer mehr oder weniger über den Haufen gerannt worden von den Viechern. So, 140 Meter. Stellst du direkt mal auf 7:15 oder 7:20 würde ich sagen. Also, wo ist hier da? Also, 18:45 stellst du mal? Ja, 18:45, okay. Ich kaufe dabei nochmal einen Schuss ein, also 10 Schuss ein. 18:45, ja? Jo. Sauber. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Richtung Rinderschlucht. Insofern ich hier drüber komme. Geht doch. Und.
Wenn ich das mal Wegpunkt entfernen, Wegpunkt setzen. So. Das sind 400 Meter in die Richtung und dann gibt es da so einen Hügel und da legen wir uns rauf. Weil normalerweise kreuzen die immer die Rinderschlucht. Und wenn die da rauskommen in der Herde, dann können wir da volle Kanne reinlunzen. Da ist er. Den, ja. Ist ein kleiner, hm? Ja, ist ein eher kleiner. Siehst du ihn? Bitte? Schieß? Schieß? Ja. Ich habe gar nichts gehört, aber hab gesehen, wie er umgefallen ist. Ja, ich denke mal, das ist jetzt die 223er Dose, mit der ich jetzt geschossen habe. Mit dem 8-16er Scope. Weil der, glaube ich, recht genau ist und deswegen habe ich jetzt hier schön aufs Blatt halten, aufs Herz halten können. Ja. Das ist definitiv ein Herzschuss und 100% Edik. Cool. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Da war ein Reh. Da war ein Rehbock. Genau. Das ist da unten, ich sehe es. Darf ich schießen? Ja, ja. Ups. Eine Ricke, oder? Ja, ist eine Ricke. 100, 100, 100. Bestätigen. Schön. Trotzdem immer noch kein Wiesent. Hm. Stopp, da ist es. Ah, ich glaube, das war mal in die Lungen. Komisches Geräusch hat es gemacht. Ah, oh, ist tot. Was hat er für ein... Sagen Sie, es ist untypisch, aber es ist ganz normaler. Okay, so, jetzt gehen wir mal zu unseren Bisons da hoch. Hm. So. Na komm, wir stehen jetzt auf, das hat doch keinen Sinn. Sehr frisch. Die müssen da vorne sein. Punkt. Alter, sind hier viele Spuren. Heilige Mutter Gottes. Scheiß die Wand an. Sind immer Traben, können die nicht einfach mal stehen bleiben? Ich sag's doch. Nehmen die keine Brummschreie von sich? Ja, eben. Das mich wundert ja selber. Wir können ja mal in der Hocke schnell gehen. Das macht keine Geräusche. Es sei denn, man läuft wieder in so scheiß hohes Gras rein. Der Wind spielt uns auch wieder richtig schön mit. Darüber. Ja. Ah ja. Wir werden dem Mistviechern jetzt halt schon mehr oder weniger eineinhalb Stunden hinterher. Ohne eins davon gesehen zu haben. Doch Schwachsinn. Dem werde ich was erzählen, wenn ich die finde.
Ja, sehr frisch bringt mir nichts, wenn wir trotzdem über 10 Minuten zu spät sind. Wie hieß ein Brunnenschrei? Endlich. Aber wie kommt denn der jetzt schon wieder hinter uns? Also die Spielerlogik ist für den Arsch, muss man echt schon mal sagen. Das ist die Natur. Ja, die Natur kann auch Tiere durch die Gegend teleportieren, schon klar. Der soll jetzt leiden, ohne Witz. Halt die Klappe, du Scheißeule, ich werd wahnsinnig. Ruhe! Ruhe! Da vorne, direkt vor uns, direkt vor uns. Siehst du ihn? Also, dass der rumbackt. Oh, Scheiße. Oh fuck. Besser. Oh je. Okay, er brunftet noch. Wenn du willst, musst du jetzt schießen, weil er wittert uns sonst. Nicht weh. Sehe nichts. Jetzt geht dieses Mistvieh schon wieder weg. Ich werde ihm so den Einlauf verpassen. Der wird leiden, sag ich dir. Leiden. Alter. Ja, ich weiß, der hat es halt voll keinen Arsch zugedreht. Den Arsch schießen ist sinnlos. Vor allem bei so viel Fett. Oh, Scheiße. Ich glaube, das könnte gefährlich werden. Okay, dumm. Ja. Kommt wieder hoch. Jetzt könntest du schießen. Okay, ich schieß. 3, 2, 1. Oh, rip. Ach du Scheiße. Ja, genau. Das wäre jetzt noch schöner. Vergiss es. Aber ganz schnell. Pff. Alter, weiß ich, was der. Ja, hast du ihn genommen, okay. Du hast eh einmal Lungenflügel links getroffen. Aber es ist eh deiner, oder? Ist eh deiner. Nee. Doch klar, Hunter. Nee, also dritter Schuss. War meiner, mit dem ich ihn gefinisht habe. Finish. Aber Ethikbonus 100%, heißt richtige Waffe. Gut. So. Wie machen wir es jetzt? Gehen wir jetzt noch weiter oder lassen wir es jetzt Play gut sein? Was? Gehen wir jetzt. Wollen wir weitergehen? Ja, wollen wir weitergehen oder lassen wir zumindest das Let's Play gut sein? Das Let's Play lassen wir mal gut sein. Gut, ne? Das war ja jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Ich meine, wie sind es haben wir jetzt? 3? Ich glaube 3. 3. 2. Schwierig. Mhm. Immerhin ein paar. Muss man sich halt Taktiken angewöhnen, um die Viecher möglichst effektiv zu bejagen. Vor allem in der Nacht ist das halt scheiße schwer, das muss man auch mal üben. Mhm.
Ah ja, jedenfalls euch noch einen schönen Tag, aber dann hört sich beim nächsten. Tschüssi. Ciao.